Bambi, die ersten 8 Schritte. Wir setzen die rechte Ferse vorn auf und machen eine Viertelrechtsdrehung und setzen den linken Fuß hinten auf. Jetzt setzen wir den rechten Fuß hinter den linken, machen eine Viertellinksdrehung, setzen den linken Fuß nach vorn. Dann setzen wir den rechten Fuß nach vorn, machen eine Viertellinksdrehung und unser rechtes Knie beugt sich nach vorn. Jetzt machen wir eine Viertelrechtsdrehung, setzen den rechten Fuß vorn auf, den linken Fuß nach vorn und eine halbe Rechtsdrehung. Jetzt nochmal eine Viertelrechtsdrehung, indem wir den linken Fuß links aufsetzen. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir ziehen jetzt unseren rechten Fuß nach vorn und machen einen Rock vorwärts. Nach vorn, Gewicht wechseln, wieder zurück. Jetzt folgt ein Seitrock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, Gewicht wechseln und zurück. Ein Zählerstep, den rechten Fuß hinter den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß hinter den rechten, machen eine Viertelrechtsdrehung, den rechten Fuß nach vorn, den linken Fuß nach vorn. Jetzt machen wir ein Out-Out mit rechts, links und jetzt nehmen wir unsere Fußspitze nach innen und die Ferse nach innen. Ich zeige diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4 und 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte ist ein Rock vor und ein Rock zurück. Den rechten Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Den rechten Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Jetzt folgt noch ein Rock vorwärts. Den rechten Fuß nach vorn, Gewicht wechseln und zurück. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach hinten. Ein Schritt halt. Wir ziehen den linken Fuß an den rechten ran und setzen den rechten Fuß nach vorn. Und zum Schluss ein Mambo-Rock mit links. Den linken Fuß nach vorn, Gewicht wechseln, wieder zurück und den linken Fuß an den rechten ran. Diese 8 Schritte noch einmal. 1 und 2 und 3 und 4, 5 ist halt und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß nach vorn und machen eine Viertelrechtsdrehung. Jetzt folgt ein Zählerstep mit rechts.
den rechten Fuß hinter den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder nach vorn. Jetzt machen wir ein Zählershuffle. Wir schwingen den linken Fuß hinter den rechten, machen dabei schon eine Viertel-Linksdrehung, den rechten Fuß an den linken ran und den linken wieder vorn absetzen. Jetzt heben wir das rechte Knie, setzen die rechte Fußspitze hinten ab und machen eine halbe Rechtsdrehung. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. In diesem Tanz gibt es mehrere Brücken. Die erste Brücke ist gleich nach der ersten Runde. Die erste Runde endet bei 6 Uhr. Jetzt kommt der erste Takt. Den rechten Fuß absetzen, dabei das linke Knie nach vorn drücken, den linken Fuß nach vorn und das rechte Knie nach vorn. Also, wenn wir bei 6 Uhr so ankommen, 1, 2, 3, 4, dann fangen wir von vorn wieder an. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8. Und dann kommen folgende Schritte hinzu. Ein Out, Out, In, In, ein Out, Out und dann ziehen wir unsere Schultern nach hinten. Noch einmal, wenn wir so ankommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der dritten Runde werden 16 Count getanzt, die fangen bei 12 Uhr an und enden bei 12 Uhr. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Dann wird abgebrochen und von vorn wieder begonnen. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8.
1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und dann kommen wieder folgende Schritte hinzu. Absetzen, Knie nach vorne, absetzen, Knie nach vorne. Also, nach der vierten Runde, 1, 2, 3, 4. Hinzu, dann wieder abbrechen und von vorn beginnen. 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4. 5 und 6 und 7, 8. Diese 32 Count enden wieder bei 12 Uhr. Und dort kommt noch ein Out, Out, In, In hinzu. 1, 2, 3, 4 hinzu. Und zum Schluss werden noch 3x 32 Count getanzt. Und somit ist der Tanz zu Ende. Und viel Spaß beim Tanzen.